Willkommen zurück zu Borderlands Pre-Sequel. Wir sind jetzt auf dem Weg, die Queste abzugeben. Hey, du hast überlebt! Ich habe mir gerade selbst einen High Five gegeben. Sie suchen mich. Ich muss also Funkstelle wahren. Finde das Störsignal, stelle es ab und komm wieder auf die Helios. Fuck off! Das habe ich gar nicht gesehen. Scheiße. Was ist das denn? Eine Schnellreisestadt? Nee. Damit deaktiviere ich. Oh Gott. War da hinten kein Safe Spawn? Warum spawne ich denn hier wieder? So. Ah, ja, doch, hier war einer. Ach doch, ich bin ja einmal nach hinten gelaufen, deswegen hat er wahrscheinlich mich nicht erkannt. Oder eher gesagt, das anerkannt, dass das mein Savepoint war. Lass mal gucken hier. Vorsichtig fahren. Karte, was sagt die Karte überhaupt? Geht nur geradeaus. Ach, ich muss da rüberspringen. Okay. Warte, ich will das langsam machen. Okay, da muss ich rüberspringen. Okay. Und los. Sag mal, Wilhelm, was treibst du auf den äußeren Planeten? Ich dachte, du hast dein Vermögen als Security-Mann auf den inneren Welten gemacht. Ich konnte einen Präsidenten nicht vor einem Sprengstoffanschlag retten. Oder, Moment, nein, nein, ein Waisenhaus. Ich wollte sagen, ein Waisenhaus. Wo bin ich denn jetzt? Ach, jetzt bin ich hinten rum. Ah, okay. Aber hier scheint es auch noch irgendwie weiter zu gehen. Zumindest ist da, es ist noch etwas gräulich. Aber gut, ah, jetzt haben wir die ganze Karte von hier aus. Und da soll ich zu ihr hin. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Hier so längs, ne? Vorsicht, hier ist auch wieder überall Lava. Schön, dich zu sehen. Hier, nimm das. Das ist ein Orbatron. Es bringt dich nach Concordia rein. Ich hatte eine Katze. Sie starb. Okay, spring mit deinem Vehikel über den Riss. Dann ist der Weg nach Concordia frei. Sobald du dort bist, dürftest du auch dein Störsignal finden. Oder was du da suchst. Wir treffen uns dann dort. Okay. Ach, und Wilhelm, mir ist so ein bisschen Rostvirus an der Haut rund um dein Augenimplantat aufgefallen. Vorsicht mit dem kybernetischen Kram. Klar, werd's mir merken. Das ist ja doch wieder was für mich erledigen. Zwei neue Quests. Also, ich habe einen Teil von meinen Sachen in einen Safe gesteckt, um sie vor Deadlift zu schützen. Jetzt, wo er tot ist, wirst du den Safe für mich öffnen. Hier, folge mir. Ich soll dir folgen, okay. Ich habe zwei Quests. Sind die... Ja, die sind beide hier, das ist gut. Ist das so meine erste Station hier, meine Hauptstadt sozusagen? Und hier ist auch ein schwarzes Brett. Wieso leckt das denn immer so komisch? Was ist denn los? Sag, jetzt sehe ich den gleiche Fehler, den ich schon mal hatte, wo die Festplatte voll war. Das könnte eigentlich nicht sein. Öffne einfach die Kiste und du hast einen Nova-Schild. Nova-Radius, was ist das denn? Er lädt sich blitzartig. Sitzt eine Schock-Nova. Ah, okay. Nova-Schild. Leider habe ich die Kombination für meinen Safe vergessen. Dann öffnest du ihn eben auf die witzige Art. Der Schild ist dein Dietrich. Hä? Aha. Wo soll ich hin? Anderen Ort. Kennst du dich mit Lasern aus?
Es gibt da einen Lichtreaktor in einem nahen Gebäude, den ich für einen fetten Batzen Mondsteine verhökern könnte. Wenn du mir den besorgst, dann kannst du eine von meinen überzähligen Laserknarren haben. Ich habe dir gerade eine Protgun gegeben. Du wirst damit ein paar Kragans reizen müssen. Hallo, Leute. Moment, gleich, Torch. Miss Moxie Probe. Tauche tief genug ein, wer weiß, was du findest. Bester Freund, ich vertrete die Torch Corporation und bin voll angepisst, weil es Laserwaffen gibt. Die verschießen Licht, das nicht mal explodiert. Was soll das? Ich bezahle dich, wenn du diesen Lichtreaktor für mich findest und zerstörst. Etwas übertrieben, aber mir gefällt sein Elan. Wo ist das? Das ist jetzt auch ganz woanders. Ja, überall woanders. Großartig. Ne, das ist hier. Ah. Ah, hier muss ich rüberspringen. Alles klar. Vorsicht, wenn du Kragans begegnest. Sie tauchten auf, als Dahl mit dem Bergbau auf dem Planeten anfing. Einer hätte mich vor ein paar Monaten fast getötet. Hat mir eine sexy Narbe am Bauch verpasst. Ach ja, deshalb habe ich dir die Protgun gegeben. Feuer mit ihr auf die Kragans. Dann werden sie wütend und greifen an. Wenn du sie in das Gerümpel locken kannst, schlagen sie für dich eine Bresche. Was ist denn gerade den Schutt angreifen? Ah, hier. Komm her! Es hält immer noch. Sie müssen es nochmal rammen. Was? Super, Sie haben das Gerümpel weggerammt. Geh rein und greif dir den Lichtreaktor. Na, heb auf. Spitze, jetzt bring ihn mir her und ich gebe dir eine Laserwaffe dafür. Oder du zerstörst ihn für mich und kassierst dafür eine coole Torchknarre. Warum? Weil ich Laserwaffen hasse und voll nachtragend bin. Das steckt tief in mir drin. Schmeiß den Lichtreaktor irgendwo in die Lava. Oh, der Muskelberg tut mir fast leid. Du kannst den Reaktor für Torch zerstören oder mir geben. Ich mag dich so oder so. Gut, weil Torch ist ein längerer Freund. Da werde ich ihn Ihnen geben. Nicht dir. Oder eher gesagt, ich würde ihn zerstören für ihn. Hängt er da fest oder so? Pass mal auf. Ich hasse Dinge, die ich nicht verstehe. Wow! Nimm das, Wissenschaft! Kammerjäger, ich habe dir was geschickt. Hol es dir! Ach, schade. Na, zumindest hast du den Mucki-Typ happy gemacht. Ist ja auch was wert. Boah! Ja, warte kurz. Bisschen Sauerstoff. Der meckert hier schon wieder rum. Ketzenhammer, subtile historische Anspielungen. Okay. Die Quest haben wir. Na, machen wir die jetzt hier. Ah, da soll ich so oder so später hin, Concordia. Gut, war doch richtig Concordia, oder? Ja. Irgendwo habe ich das schon mal gehört, aber weiß nicht wo.
Ah, leck mich am Arsch. Ah, siehst du, geht auch schneller. Bin ich gleich in der Safe Zone. Ach, komme ich von hier aus nicht hin. Okay. Komme ich von hier? Gibt es hier eine Abkürzung irgendwie, dass ich da hochkomme? Wahrscheinlich nicht, wa? Ne, da ist das. Entschuldigung. Ups. Nö. Nicht wirklich. Wir können höchstens wieder runterspringen. Also da außen rumfahren. Hau ab. So, wo soll ich hin? Dahin. Kann ich da rüber springen oder geht das wiederum nicht? Du brauchst diesen Schild, um den Safe zu knacken und den Kram zurückzuklauen. Vertrau mir einfach. Moment. Kann das sein? Okay, es geht, glaube ich, los. Ja, es leckt wie Sau. Ich glaube, meine Festplatte ist mal wieder voll. So ein Scheiß, ich muss da unbedingt mal aufräumen. Gut, dann verabschiede ich mich erstmal von hier aus. Wie lange ist denn der Part? Ich gucke gerade auf Uhr. Oh, nur eine Viertelstunde, aber wie gesagt, sorry, Festplatte ist schon wieder voll. Deswegen leckt das gerade wie Sau. Das Problem hatten wir ja schon mal gehabt. Gut, ich verabschiede mich. Bis demnächst. Ciao. So, willkommen zurück zu Borderlands. Ja, Festplatte erstmal geregelt, ist halt ein bisschen der Nachteil. Ich habe halt nur 1 Terabyte Festplatte und die ist ziemlich schnell halt voll. 500 GB sind belegt mit allem möglichen Scheißkram. Und das Problem ist ja, wie jeder weiß, mit Fraps generell, wer halt auch mit Fraps aufnimmt, Spieler generell oder so, und nimmt mal eine halbe Stunde in Full HD 1080p auf. Bei mir sind dann so ein Video 30 Minuten ist dann über 180 GB groß. Und das muss ich natürlich dann erstmal rendern. Und da ist die Festplatte nach 3-4 Parts voll. Ist halt das Problem. Ich hätte es gerne umgestellt auf die externe, aber dafür bräuchte ich ihn. Also es macht die USB. Mach diesen Schild, um den Safe zu knacken und den zurückzuklauen. Vertrau mir einfach. Und zwar, das geht nicht so gut mit dem USB halt. Weil meine externe Festplatte, die hat 3 Terabyte, aber die hat halt nur ein USB 2.0er. Und der müsste dauerhaft halt die Gigabyte darüber ziehen und das merkt man extrem. Deswegen wird das leider nicht so gehen. So, wir haben ja letztens hier auch eine Quest gemacht mit diesem Nell da oben, falls ihr euch nicht daran erinnern konntet. Da sollten wir ihn ja als Arschloch bezeichnen. Und ich habe vor kurzem herausgefunden, also wo ich halt die Festplatte ein bisschen entlernt habe, dass da ein Easter Egg gibt. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das funktioniert. Oh, die Laserwaffe hier ist cool. Komm her. Du auch noch? Und mir ist es letztens schon wieder aufgefallen, ich komme, wenn ich meine eigenen Videos gucke. Ich höre mich immer so gelangweilt an. Das ist ja übel. Aber das ist nicht der Fall. Wahrscheinlich ist es normal bei mir. Keine Ahnung. So, wir sollen. Haben wir das Schild denn überhaupt an? Das Nova-Schild. Ja. So, mal gucken. Und zwar gibt es nämlich. Dürften hier übelste Gegner wieder sein. Habe ich die Sniper gar nicht mehr? Ich hatte doch letztens noch die Sniper gehabt. Achso, ja, doch, Level 3. Hm, naja. Und zwar ist da ist ja der Nell, den wir als Arschloch bezeichnen sollen. Ja, erstmal alles erledigen hier. Siehst du, wozu du mich zwingst?
Mach dir, Mann. So. Und zwar, der ESDRK hat hier mit was zu tun. Mit der, hier fehlen zwei Buchstaben. Und zwar das D und das K. Und zwar Dick. So ist es, heißt es nämlich im Englischen. Da sollt ihr ihn halt als Dick bezeichnen. Auf Deutsch halt Arschloch. Und diese Buchstaben, die müsst ihr irgendwo einsammeln. Die sind auch hier in der Gegend. Aber es ist schwer, daran zu kommen. Ich weiß nicht genau, wo die sind. Und zwar einmal ganz da oben und der andere müsste ganz da oben sein. Wie man da genau hochkommt, ist halt natürlich die Frage. Ich guck mal, ob ich das jetzt so auf die Schnelle hinkriege. Kann ich euch das Easter Egg zeigen. Ansonsten machen wir das Ganze mal weiter. Dann mache ich da so ein separates Video halt von. Und dann hat sich das. Ich hab hier was für dich. Genau. Da soll man nämlich raufkommen. Das wird ein bisschen schwieriger, als ich dachte. So. Und dann muss man da hochkommen. Oh Gott, ey. Ich versuche das jetzt nur einmalig. Scheiße. Ich weiß nicht, ob es dafür irgendwie einen Mod gibt, dass man höher springen kann oder sowas. Auf jeden Fall ist das nicht gerade einfach, darauf zu kommen. Ich selber habe das ja auch noch nicht so versucht. Wow. So, darauf, dann darauf. Und dann dort hoch. Und dort... Oh Gott, kommt man da so hoch? Nee, da kommst du so nicht hoch. Boah, ey. Und zwar, so wie ich das gesehen habe, muss man das mit einem Granatenjump machen. So, an dich komme ich dann so nicht ran. Das ist das Problem. Meine Luftreserven. So, angeblich Granatenmod habe ich nicht. Granaten habe ich nur 3 Stück. Ich versuche das jetzt einfach mal. Gucken, ob ich da hinkomme. Fuck off. Nein, nein! Leck mich. Gar kein Dings mehr. Gut, also meine Sauerstoff geht jetzt auch zugrunde. Ich brauche den Doppelsprung auf jeden Fall. Auf jeden Fall da oben ist auf jeden Fall ein Buchstabe und dann auf dem Gebäude da oben. Ich denke mal, wenn ihr das wünscht, mache ich dafür ein separates Video. Und so auf die Schnelle weiß ich jetzt nicht. Also ich habe das selber ja noch nicht probiert. Ich denke mal, das braucht so einige Versuche. Und generell so Jump'n'Run, das hasse ich ja wie Sau. So, wir machen jetzt aber normal weiter mit den Quests. So, da sollen wir rein. In deiner Nähe müssten sich ein paar Sicherheitseinrichtungen befinden. Die musst du alle gleichzeitig deaktivieren, um den Safe zu knacken. Gut, da ich weiß, wie das Nova-Schild funktioniert, für alle Neuanfänger, ihr müsst euch jetzt nämlich runterhauen lassen. Und dann... Alles, genau. Was du darin findest, gehört dir. Abzüglich meines Finderlohns natürlich. So, noch. Weil das Nova-Schild lässt so eine Schockwelle los und ihr musstet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, alle... Hau ab jetzt! Gib mal hier auf den Sack hier. Alle Kamera auf einmal aktivieren. 1, 2, 3, 4 und dann... Ich glaube 5 waren das auch. Keine Ahnung, wo die 5. ist. Zumindest geht das so. Das Passwort lautet für Steph. Na gut, vielleicht hätte ich mein Passwort nicht im Safe aufbewahren sollen. Dumm von mir. Egal, komm einfach zurück. Gut, haben wir die Quest auch erledigt. Wir machen das natürlich schneller. Müssen wir nicht so viel laufen. Bisschen so, sagen wir mal, abgeguckt von Borderlands 2.
So. Da bist du ja. XP, XP. Ich will dieses Ding gelassen. Hey, bleib stehen. XP. Für Steph. Kaum zu glauben, dass ich das vergessen habe. So, dann haben wir alle normalen Quests fertig. Dann können wir weiter mitmachen mit der Story-Quest. Betritte Concordia. Da bin ich mal gespannt. Na, komm. Ach so, darüber wahrscheinlich. Hä? Ach komm, da hätte ich doch rüberfahren können. Kannst du rübertreiben. So, mal sehen. Auf nach Concordia. Mal gucken. Ist das die Stadt jetzt, wa? Drecksloch, wie es im Buche steht. Such einen Kerl namens Huxter, Ex-Hyperion-Mann. Er hat hier das Sagen. Okay. Mondstein. So, aber ich würde sagen, bevor wir Concordia genauer untersuchen, verabschiede ich mich von hier aus. Dann machen wir das nämlich im nächsten Part. Ja, ist der Part ein bisschen kürzer, aber egal. Gut, ich verabschiede mich von hier aus und dann sehen wir uns im nächsten Part. Also bis dann, ciao!